Heute leider kein Skifahren, trotz des Kaiserwetters. Marius und ich haben sehr, sehr viel zu arbeiten und müssten auch unser Training, was wir jetzt machen wollen, komprimieren. Wir werden da eine Methode anwenden, die das Training kürzer macht. Wir werden immer zwei Übungen zusammen machen, ohne Pause. Ist anstrengender, aber halbiert da auch ungefähr die Zeit. Von da ab kommen wir schnell durch. Wir hatten sogar so wenig Zeit, dass wir unseren Pre-Workout-Kaffee auf dem Weg trinken mussten. Und dementsprechend will ich gar nicht so viele Worte verlieren, sondern direkt ins Training starten. Auf geht's! Hardcore, oder? Ja, richtig, richtig hart. Vollgas gegeben und ja, mega schnell durchgekommen. Und jetzt gehen wir, gehen wir einkaufen. Da müssen wir jetzt auch Gas geben, weil ja, bei uns im Geschäft geht es momentan sehr, sehr krass ab. Und wir müssen Herr der Lage werden, müssen Pläne schmieden und ja, da müssen wir jetzt sehr viel Zeit investieren. Und das braucht auch die Zeit. Und von da war es gut, dass wir so schnell trainiert haben. Aber was ich heute auf jeden Fall auch noch machen muss, ist Badelatsche kaufen. Ihr seht, ich laufe hier bei Minustemperatur mit kurzer Hose rum. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Badelatsche habe und dann im McFit nicht duschen kann. Und bevor ich jetzt jeden Tag wieder verschwitzt, ungeduscht nach Hause gehe mit kurzer Hose, weil ich es hasse, mit verschwitzenden Jeans reinzuschlüpfen, kaufe ich mir gleich noch Badeschlappen, damit das Problem dann auch wieder gelöst ist. Aber jetzt geht's erstmal einkaufen. Obst, Gemüse, alles. Alles, einmal alles. Ich kann einen Druckstellen haben. Zack. Birne. Birne. Wo? Oh, 20 Cent günstiger. Der ist so geil. Ja. Der ist so lecker. Nehmen wir nicht, oder? Nicht. Spare Hens. Hype. Lass nur die roten nehmen, bitte. Ich mag keine grünen. Zwischenstand. Ja, passt auf jeden Fall noch was rein. So, vier Taschen komplett voll. Jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Material zum Kochen für die nächsten Tage. Ja. Das brauchen wir natürlich auch als aktive Sportler. Da muss man natürlich auch die Energie zuführen, die man nachher verbrennt. Jetzt begeben wir uns nach Hause, räumen alles aus, kochen und dann geht's weiter mit der Arbeit. Alrighty. Marius, was sagst du denn jetzt mit deinem Muskelkater? Wie ist das überhaupt getragen? Schwierig. Ganz schön schwierig. Schauen wir mal, ob ein Bus kommt. Bus wäre fein. Jetzt sind wir im Bus und ja, fahren nach Hause und regeln wir den Rest. Müssen wir nicht mehr tragen. Zum Glück. Jetzt am Training. Schon eine Herausforderung. Vor allem, man geht ja mit Hunger auch einkaufen. Dann kauft man tendenziell immer noch mehr, als man eigentlich braucht. Ja, klar. Also ein paar Vorräte. Wir brauchen auch. Ja, wir brauchen übel.
ich habe jetzt gerade noch sehr, sehr gut gearbeitet. Ich habe sehr viel geschafft. Und jetzt brauche ich auch eine kleine Pause. Jetzt will ich sehen, dass ich mir ein paar Badeschlappen besorge, damit ich in der Fitnessstudio auch duschen kann. Und ja, ist auch ganz gut jetzt, weil ich eh eine Pause gebraucht habe. Jetzt habe ich ca. 3,5 Stunden durchgearbeitet. Das ist so das absolute Maximum, bis ich dann mich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Ich bin leider zu spät gekommen. Alle Geschäfte haben schon geschlossen, sodass ich jetzt leider keine Badeschlappen mehr kaufen kann. Naja, Pech gehabt. Muss ich beim nächsten Mal früher losgehen. Schauen wir mal, ob ich dann vielleicht morgen welche bekomme oder ich schaue im Internet nach. Das Ding ist aber auch, dass ich diesmal unbedingt keine Adiletten haben möchte, weil jede meiner Ex-Freundin sich bisher immer beschwert hat. Na, ich gehe jetzt ja nach Hause, dann gibt es noch was Leckeres zu essen und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Nach den coolen Powder Runs und anstrengenden Powder Runs gestern auf der Nordkette und der Beineinheit am Abend, wo wir noch schwere Kniebeugen gemacht haben, Kreuzheben und so weiter, habe ich jetzt das Stretching bzw. auch das Rollen auf der Black Roll sehr, sehr dringend benötigt. Ich konnte kaum noch die Treppen hochgehen und von da habe ich mich gerade entschieden, das mal durchzuziehen. Einfach ein bisschen rollen, hin und her rollen, langsam über die Muskulatur rollen. Mal auf den Punkten, wo es ein bisschen mehr wehtut, ein bisschen länger verweilen, einfach um diese Triggerpunkte zu bearbeiten. Nachher noch mal ein bisschen Stretching, einfach um den Bewegungsapparat wieder geschmeidig und beweglich zu machen, damit ich dann, wenn ich morgen in die Beinheit gehe oder vielleicht sogar auf den Berg gehe, da habe ich mich noch nicht abschließend entschieden, wieder voll am Start bin. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir noch einen extrem schönen Tag. Mach's gut, dein Julian. Ciao.